So Leute, jetzt gibt es, wann war die schlimmste Zeit, um zu leben? Leute, das Video ist von Riddle.de. Schaut gerne vorbei, lasst ein Like und ein Abo da. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was glaubt ihr, wann war die schlimmste Zeit zu leben? Let's go. Was war die schlimmste Zeit in der Geschichte? Das Time Magazine entschied, dass es das Jahr 2020 war. Nein. Nee, also mein Tipp, nicht 20. Früher konntest du doch ein Bein brechen und davon konntest du draufgehen. Und so viele Krankheiten, dies, das. Nee. 2020 ist bestimmt nicht perfekt, aber ja, oder? Korrigiert mich gerne. Mir scheint, dass das Time Magazine einen kompetenten Historiker hätte einstellen sollen. Ja, es war die Zeit der erbitterten politischen Auseinandersetzungen und Unruhen, die in Gewalt ausarteten. Und vor allem die Pandemie, die uns aus dem Gleichgewicht brachte. Oh ja. Jeder von uns hat sich mit beunruhigenden Gedanken auseinandergesetzt. Es fühlte sich an, als trafen wir diesen Planeten zu einer sehr seltsamen Zeit. Film, Alter. Aber glaub mir, es war nicht die schlimmste. In diesem Video gebe ich dir die Möglichkeit, in anderen, herausfordernden Zeiten aufzuwachsen, damit du das Jahr 2020 nicht im Eifer des Gefechts verurteilst. Du wirst herausfinden, wie ist das Leben ohne die Sonne? Wie kann die absurde Einmannherrschaft das Schicksal von Tausenden von Menschen zerstören? China, und oder? Welches war das schlimmste Jahr in der Geschichte der Menschheit? Bestimmt so spanische Grippe und so. Die hat doch auch friedlich viele Leute in Europa dahin gerannt. Du bist sehr früh aufgewacht, um deine Speere für die Mammutjagd zu schärfen. Du bist ein Vertreter der Clovis-Kultur und lebst während der jüngeren Dreias in Nordamerika. Plötzlich siehst du einen seltsamen Stern mit einem langen weißen Schweif am Himmel. Er wird von Tag zu Tag größer. Du lebst zu einer Zeit, in der die Menschen natürlich noch nichts über den Weltraum wussten. Und sie wissen nicht, dass dieser seltsame Stern eigentlich ein riesiger Asteroid ist, der aus Fragmenten mit einem Durchmesser von bis zu 4 Kilometern besteht. Und dann kracht dieses tödliche Objekt in die Eisdecke Nordamerikas und Europas. Die Energie, die in diesem Moment freigesetzt wird, löst eine Reihe von Bränden aus. Du schnappst dir deine Frau und deine Kinder und rennst vor dem Feuer weg. Also ich habe nur gelacht wegen diesem Ding, nicht weil dir jetzt die Welt zerstört wird, sondern weil dieses Ding null gepasst hat. Eine riesige Menge Asche aus verbrannten dichten Wäldern vermischt sich mit einer astronomischen Menge Wasserdampf, der aus dem Inneren des erdeinschlagenden Asteroiden in die Atmosphäre gelangt. Dieser Schleier verdeckt die Sonne, sodass deine Reise im Dunkeln weitergeht. Das Wasser der Gletscher beginnt zu schmelzen. Du kannst die Wellen sehen, die 200 Fuß hoch durch den Norden rollen. Heutzutage hätten sie die Tower Bridge vollständig bedeckt. Noch vor kurzem bist du vor dem Feuer weggelaufen. Jetzt hast du Angst, dass du und deine Familie von den Wellen mitgerissen werden. Schmelzwasser strömt in den Atlantik. Die Meeresströmungen werden für Jahrzehnte zum Stillstand kommen. Und die Welt stürzt in eine kleine Eiszeit, die 1000 Jahre dauern wird. Jetzt bist du ein heimatloser Nomade, der auf der Suche nach ein paar überlebenden Pflanzen und Tieren umherwandert, um seine Familie zu ernähren. Oder sollte ich... War da gerade das Ding von Ice Age? Ich sage, diejenigen, die unterwegs nicht gestorben sind... Und wenn in der Antike das Leben der Menschen durch Weltraumphänomene bedroht war, wurde mit der Entwicklung der Gesellschaft der Schaden vom Menschen selbst verursacht. Was ist die schlimmste Bombe, ne? Zeit aus politischen Gründen. Du wachst wieder früh auf, weil du ein armer chinesischer Bauer im 20. Jahrhundert bist. Krass, du musst zur Arbeit gehen und Punkte sammeln. Viele Jahre später wird ein solches Entlohnungssystem in der Serie Black Mirror als eine Version der Ereignisse in der nahen dystopischen Zukunft gezeigt. Und die Zuschauerinnen und Zuschauer werden nicht einmal wissen, dass es so etwas in der Vergangenheit schon gab. Der chinesische Führer, der Vorsitzende Mao... Also ganz kurz auch nochmal hier die Info. Solche Videos ballern manchmal Infos raus, die nicht immer alle stimmen. Keep that in mind. Aber ich wusste nicht, dass es so ein Sozialpunktesystem früher in China gab. Mao Zedong entwickelte einen wirtschaftlichen und sozialen Plan für eine schnelle Modernisierung. Löhne und Geld werden durch Arbeitspunkte ersetzt. Es gibt auch kein Privateigentum mehr. Von nun an gehört alles der Kommune. Millionen von qualifizierten Landwirten werden von der Landwirtschaft in die Produktion gesteckt.
Es gibt niemanden, der die Ernte einbringt, und sie beginnt zu verfaulen. Du versuchst verzweifelt, die Ernte zu retten, und dann befiehlt Mao, alle Spatzen auszurotten, damit sie nicht die Getreidesamen fressen. Du bist schockiert über eine solch törichte politische Reform. Denn wenn die Spatzen erst einmal ausgerottet sind, gibt es niemanden mehr, der die Heuschrecken frisst. Du kannst die Last, die Ausbreitung dieser Schädlinge zu stoppen, nicht alleine tragen. Du hast nichts mehr zu essen und irgendwann wirst du, zusammen mit den anderen 55 Millionen Opfern, von Maos rücksichtsloser Politik am Ende verhungern. Während der Quarantäne zu Hause zu bleiben, ist nicht... Ich finde das ganz interessant, weil in der Schule hat man ja öfter so Erster, Zweiter Weltkrieg gemacht, aber davon nichts. Nichts im Vergleich zur Mao-Zeit. Wir können uns jederzeit Essen liefern lassen und uns in unseren Wohnungen in Ruhe und Sicherheit ausruhen. Und jetzt stell dir das vor. Du wachst an der nordamerikanischen Küste auf, wo du mit deinem Stamm lebst. Einige Fremde sprechen dich an. Die Europäer kommen. Sie machen sich nicht die Mühe, dich höflich um Vorräte zu bitten. Und als sie abgewiesen werden, droht einer von ihnen, dir das Mondlicht wegzunehmen. In der nächsten Nacht scheint der Mond vom Himmel geklaut worden zu sein. Als die Fremden wiederkommen, teilst du das Essen mit ihnen. Du weißt nur nicht, dass du es mit Christoph Kolumbus zu tun hast. Er ist sehr gut in Astronomie und hat es geschafft, dich zu täuschen, weil an diesem Tag eine Mondfinsternis stattfand. Der Besuch dieses Mannes löste eine Reihe von schrecklichen Ereignissen aus. Als Kolumbus nicht Asien, sondern Amerika entdeckte, eilte ganz Spanien in dieses exotische Land. Den Spaniern folgten schnell Portugal und dann Frankreich, England und Holland. So begann die Kolonialisierung Amerikas. Da die einheimische Bevölkerung anfangs keinen Widerstand leistete, verhielten sich die Europäer wie Aggressoren und töteten und versklavten die amerikanischen Ureinwohner. Das ist auch eine krasse Die spanischen Story. Eroberer waren besonders grausam. Du konntest dem Angriff der Invasoren entkommen, aber nach ein paar Tagen bekamen die Menschen Fieber, fühlten sich übel und hatten Schmerzen am ganzen Körper. Das Problem ist, dass nach dem Kontakt mit den europäischen Siedlern die ganzen Stämme, die jahrelang von der Welt isoliert waren, neuen Krankheiten wie den Pocken ausgesetzt wurden. Scheiße. Du stirbst in einer postapokalyptischen Einöde und weißt, dass dein Stamm und deine Kultur von den Eroberern zerstört wird. Du wachst auf, aber dieses Mal mitten in der Nacht. Du und Gleichgesinnte haben sich verschworen, heute um Mitternacht eine katholische Kirche in Brand zu setzen. Du bist Studentin an der Karls-Universität in Prag und anstatt zu studieren, kämpfst du in den Auseinandersetzungen zwischen dem Heiligen Römischen Reich deutscher Nation und dem Rest Europas. Und? Ey, ich muss ja sagen, ich habe das ganze Thema in der Schule gehabt. Aber ich kann mich daran gefühlt null mehr erinnern. Wenn mir jetzt jemand hier die Karte zeigen würde und sagt, ja, in welchem Zeitraum befinden wir uns? Junge, dann würde ich sagen, ey, ich weiß es nicht. Absolut kein blasses Schimmer. Musst für deine Religion und Freiheit einstehen. Alles begann mit einer Reihe von religiösen Kämpfen zwischen Protestanten und Katholiken. In Süddeutschland überlebte nur ein Drittel der Bevölkerung den Krieg, der schließlich 30 Jahre lang dauerte. Es dauerte über ein Jahrhundert, bis sich viele Gebiete von den Auswirkungen des wirtschaftlichen und sozialen Niedergangs erholt hatten. Nach verschiedenen Schätzungen beliefen sich die Gesamtverluste auf 5 bis 8 Millionen Menschen. Aber das Schlimmste ist, dass du vielleicht nicht die Ehre erfährst, im Kampf zu sterben, sondern stattdessen an Typhus, Ruhr oder der Beulenpest. Ja, das ist wahrscheinlich es gibt Daten, die besagen, dass in Deutschland mehr Menschen daran starben als in den Schlachten. Du könntest genauso gut in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aufwachen. Ja, spanische Grippe. In dieser Grippe. Zeit wurde die Welt innerhalb von 30 Jahren von 2 Weltkriegen erschüttert. Völker, Mord und Massaker wurden im Namen politischer Ideologien auf der ganzen Welt begangen, was den Tod von hunderten Millionen Menschen zur Folge hatte. Selbst wenn du ein Veteran warst, der den Ersten Weltkrieg überlebt hat, hättest du an der spanischen Grippe sterben können. Da ist das. Sie forderte das Leben von bis zu 100 Millionen Menschen. Das ist auch völlig verrückt.
Das war mir auch so nie bewusst. Auch da, im Schulunterricht, spanische Grippe hat nie, vielleicht habe ich es auch vergessen, aber 100 Millionen. Das bedeutet ja, die Chance, da in der Zeit drauf zu gehen, war relativ hoch in Europa. Vor allen Dingen wäre man ja keiner von den Leuten gewesen, die sich irgendwie, keine Ahnung, gut isolieren konnten, sondern ich wäre halt irgendwo im Ghetto gewesen. Weil YouTube gab es da sicherlich noch nicht. Das waren 5% der Weltbevölkerung. Aber der verheerendste Konflikt, den die Geschichte je gesehen hat, ist der Zweite Weltkrieg. Er war die Grenze der menschlichen Grausamkeit. Zusätzlich zu den militärischen Aktionen, die natürlich viele Menschenleben forderten, wurde den Nazis befohlen, alle jüdischen Menschen sowie Roma, einige slawische Völker, die Zeugen Jehovas, Schwule und Lesben und Menschen mit geistigen und körperlichen Behinderungen zu vernichten. In diesen Jahren erreichte die Zahl der Todesopfer 18 Millionen Menschen. Aber die Aggression kam nicht nur von den Nazis. Am 6. August 1945 warf Amerika eine Atombombe auf unschuldige Zivilisten in Hiroshima in Japan. Nagasaki. Sie explodierte mit einer Energie von 15.000 Tonnen TNT. Die Bombe zerstörte und verbrannte etwa 70% der Gebäude. Die Explosion tötete etwa 140.000 Menschen. Und diejenigen, die überlebten, litten für den Rest ihres Lebens an chronischen Krankheiten, Krebs und anderen Auswirkungen der Strahlung. Wenn du während des Zweiten Weltkriegs schlafen gingst, konntest du also nie sicher sein, dass du wieder aufwachen würdest. Dein Haus konnte in die Luft gesprengt oder verbrannt werden, oder du konntest im Schlaf erschossen werden. Aber trotzdem. Ja, also, wenn man das jetzt vor allen Dingen auf Europa bezieht, dann, also am Anfang wurde ja gesagt, irgendwie 2020 schlimmstes Jahr, aber das ist ja, das ist einfach ein ganz, ganz anderes Level und ich glaube, das kann man sich, ich bin jemand und auch mein Vater ja auch, der, mein Opa nicht, aber die nie Krieg erfahren haben, so darüber, toi, 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 bin ich auch super dankbar in einer, klar, aktuell gibt es auch Krieg in Europa, aber trotzdem, ist es einfach was ganz, ganz anderes als das, was zum Beispiel meine Großeltern mitgemacht haben. Wann war denn nun die schlimmste Zeit in der Geschichte, um zu leben? Das letzte Ereignis, von dem ich dir erzählen werde, ähnelt der Katastrophe, mit der ich angefangen habe. Der schlimmste Morgen der Geschichte sieht so aus. Du weißt 536 in Island auf und kannst wegen des dichten Nebels nichts mehr um dich herum sehen. Damals wurde der Himmel über Europa, dem Nahen Osten und Teilen Asiens von einem so dunklen Nebel bedeckt, dass er die Sonne 1,5 Jahre lang blockierte. So begann das dunkle Zeitalter. Die Sache ist die, dass es in Island einen katastrophalen Vulkanausbruch gab, der Asche über die nördliche Hemisphäre verteilte. Danke, aber das weißt du nicht. Und du denkst, die Tragödie sei ein böses Omen des Himmels, als ob eine höhere Macht dich für etwas bestrafen würde. Du versuchst, dich einzuwickeln, weil die Durchschnittstemperatur der Erde zwischen 1,5 und 2,5 Grad Celsius abgenommen hat. Und so ging das 18 Monate lang. So begann eines der kältesten Jahrzehnte der letzten 2300 Jahre. Dürre und Hungersnot breiteten sich überall aus. Plötzlich wird dir schlecht. Es fühlt sich an, als würdest du brennen. Du bist keine Vitamine? Schwach, dir ist schwindlig. Der Schmerz zerreißt dir den Kopf. Du wirst immer wieder ohnmächtig. Du wälzt dich im Bett herum. Oder wegen der Luft. Du hustest Blut und hast seltsame Visionen. So wird dir die Pest das Leben nehmen. Die Pest hatte die Menschen in 15 oder 18 großen Pandemiewellen heimgesucht. Diese Krankheit tötete etwa 50 Millionen Menschen. Ja, ja, in einer Zeit, wo, glaube ich, wo ja noch nicht bei weitem nicht so viele Leute am Leben waren wie heutzutage. Ichen pflasterten die Straßen. Was sagst du jetzt über die Zeit der Pandemie? Leben wir wirklich in den schlimmsten Jahren? Nee, hab ich ja gar nicht gesagt. Tatsächlich haben die Menschen nie länger, besser, sicherer und reicher gelebt als heute. Im 18. Jahrhundert betrug die durchschnittliche Lebenserwartung der Weltbevölkerung nur 29 Jahre. Heute werden wir im Durchschnitt 70 Jahre alt. Allein in den letzten 25 Jahren wurde ein Siebtel der Menschheit dank des Wirtschaftswachstums vor extremer Armut bewahrt. Mehr Menschen als je zuvor haben genug zu essen. Die moderne Medizin hat große Fortschritte gemacht und die Verbreitung der Demokratie hat die Welt freier und sicherer gemacht. Dieser atemberaubende Sprung ist die größte Errungenschaft der Menschheitsgeschichte.
Schreibe in die Kommentare, warum du denkst, dass die Zeit, in der wir leben, die beste ist. Und natürlich abonniere den Kanal. Ja, mach ich.